Harriet Taylor Mill war eine der großen Figuren des 19. Jahrhunderts. Das 19. Jahrhundert kennt schon sehr, sehr viele Frauenfiguren. Die Suffragettenbewegung der Engländerinnen des 19. Jahrhunderts, die feministische Bewegung im 19. Jahrhundert in Amerika und England, war groß, dicht, alle, die Anglistik studieren, wissen das. Auch in Frankreich ist die feministische Bewegung, die Frauenbewegung im 19. Jahrhundert schon sehr stark. Und ich kann die Namen hier alle gar nicht nennen. Auch Mathematikerinnen, Sophie Germain, fantastische Frauen, Amerikanerinnen, Calkins, Naden und so weiter. Also die, die hier gerne Logik machen. Es gibt eine große Anzahl, es gibt interessante Tagungen in Amerika zu diesen Frauen. Aber sie sind auch schon viel leichter zugänglich. Ja? Und da könnte man eigene Vorlesungen drüber machen. Ich habe jetzt diese drei ausgewählt. Harriet Taylor Mill war eben auch im 19. Jahrhundert schon ziemlich bekannt. Sie hat, wie John Stuart Mill, der ja zu einem der bekanntesten Philosophen gehört überhaupt, viele Werke, hat John Stuart Mill gesagt, sind gemeinsam geschrieben worden. Deshalb sind Texte von ihr praktisch schon im 19. Jahrhundert ins Deutsche übersetzt worden. Übrigens unter anderem von Sigmund Freud, der, als er Geld verdienen musste, die Mill-Texte ins Deutsche übersetzt hat. So, Harriet Taylor Mill war dann die Lebensgefährtin von John Stuart Mill. Der Vater von John Stuart Mill war auch schon großer, berühmter Philosoph und so weiter. Also interessante Lebensgeschichte. Kann ich nicht unbedingt darauf eingehen. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass dieses berühmte Foto der beiden immer John Stuart, also ihren Mann, zeigt mit ihrer Tochter. Das ist ihre Tochter Helen Taylor, die sie aus der ersten Ehe hatte. Sie ist auch zu dem Zeitpunkt, als die Fotografie gemacht wurde, schon tot gewesen. So, und da sieht man in einem Brief eben auch an sie, wo er immer sagt, du musst erlauben, dass unsere Bücher unter unserem gemeinsamen Namen publiziert werden. Dem hat sie nicht zugestimmt, aus verschiedenen Gründen mit Sicherheit, das können sie auch studieren, weil sie sagt, na, dann kannst du dich nicht mehr durchsetzen, wenn du eine Frau im Titel hast. So. Also aber die berühmten, sehr berühmten Schriften eben von Mill sind gemeinsam verfasst. Ich will nochmal, The Subjection of Women, das ist das Interessante, die Unterwerfung der Frauen, ist nach ihrem Tod erschienen und das hat eben Mill. Mill mit ihrer Tochter gemeinsam rausgegeben. Ja. Es gibt einen authentischen Text und den werde ich Ihnen auch vorstellen. So. Das große Lob eben nochmal von Mill, er sagt, ihre Beredsamkeit hätte sie zu einer großen Rednerin gemacht und ihre profunden Kenntnisse der menschlichen Natur, ihr Scharfsinn und Klugheit hätten sie in Zeiten der Frauen eine solche Karriere offen stand, unter den Regierenden der Menschheit hervorragen lassen. Ja, das sind eben so klassische Frauenschicksale, kann man da nur sagen. Er bestätigt eben ihre Mitarbeit an der Abfassung der Ökonomie. Und schwerpunktmäßig können wir sagen, also Gleichheitsrechte, politische, ökonomische Fragen. Das 19. Jahrhundert ist philosophisch, sagen wir, durch zwei Ideen ja stark geprägt. Einerseits so einem theoretischen Objektivismus und Positivismus und andererseits durch sehr starke sozialphilosophische Fragestellungen. So, nun aus diesem Text, die Unterwerfung der Frauen, da habe ich ein Argument rausgenommen, weil ich das eben sehr interessant finde, wie sie dieses Argument benutzt und weil ich denke, dass dieses Argument heute noch sehr interessant ist. Es geht darum, dass sie sagt, wie kommt es, dass in den Kulturen die Frauen sozusagen aufgrund ihrer Zeit, die sie mit Mutterschaft verbringen, ihr ganzes Leben sozusagen zu determinierter Mutterschaft wird.
Ja. Und da bringen Sie dieses Beispiel, auch Frauen sind eben nur einige Jahre, könnte man heute sagen, wenn überhaupt 1,5 Jahre oder 3 Jahre oder so mit Mutterschaft beschäftigt. Bei einer Lebenserwartung von 85 Jahren muss sich eine Gesellschaft fragen, wieso sie Frauen sozusagen über diese Zeitspanne definiert. Und sie bringt das sehr witzig und sie sagt, das würde man von Männern doch nicht, die 4 Jahre als Soldaten dienen, die würde man doch nicht ihr Leben lang als Soldaten bezeichnen. Nicht? Und das kann sie eben sehr, sehr witzig und sehr hart, kann sie das formulieren, das ist sehr interessant. So, dann setzt sie sich ganz stark auseinander, 19. Jahrhundert, wenn Sie, bevor Sie lesen, hier mir mal zuhören und kurz reflektieren, das 19. Jahrhundert ist von den starken sozialen Spannungen, Arbeiterschaft, die anfängt, sich gegen den, also Adel ist sozusagen pro forma abgeschafft und wird in immer mehr Ländern seine Eigentumsrechte, seine Herrschaftsrechte entmächtigt. Eine Demokratisierung, eine starke Demokratisierung des 19. Jahrhunderts findet da statt, ein starkes Selbstbewusstsein eben der Arbeiterschaft, der Bürgerschaft, der Einzelnen, die sich nun als Gleiche verstehen. Nun haben wir aber das Problem, Frauen wollen sich auch als Gleiche verstehen, sie sind nach wie vor vom Wahlrecht ausgeschlossen, auch vom Bildungsrecht ausgeschlossen. Und sie verstehen, ein wesentliches Element der Freiheit des einzelnen Bürgers ist sein Recht auf Eigentum. Sie müssen das Argument sehr gut verstehen, weil heute die Position oft sich wieder umgedreht hat im Argument. Bis zum 18. Jahrhundert haben auch in Europa Menschen teilweise anderen Menschen gehört. Es war teilweise nicht möglich, dass Menschen Eigentum erworben haben, sondern das Eigentum des Landes gehörte dem Adel. Und es gab die Menschen, die Bauern und so weiter, die niederen Stände, die für den Adel das Land bestellt haben. Eigentum, das Recht auf Eigentum, wie es die politische Philosophie gefordert hat, war ein wesentliches Element der Verselbstständigung der Bürger und ihrer Gleichheitsrechte, der Durchsetzung ihrer Gleichheitsrechte. Ich erzähle immer wieder, das beobachten Sie heute, politische Situationen in aller Welt. Das Erste, was Mächtige tun, wenn sie sich mancher Menschen entledigen wollen, ist, dass sie ihnen ihr Eigentum entziehen. Das hat Hitler mit den Juden gemacht und so weiter. Es passiert immer noch in vielen Ländern. So. Weil Eigentum sozusagen der Rückzug dann, wenigstens in das eigene Haus, wo man nicht angegriffen sein darf, in das Private ein Schutz ist. Ja. So. Die Frauen, die haben das auch verstanden. Frauen waren, auch in Deutschland gibt es viele Vergleichszahlen, überhaupt nicht eigentumsberechtigt bis 1900 sonst was, konnten kein eigenes Geld verdienen, außer mit Zustimmung der Männer und so weiter. Das heißt, dieser Rückzug in eine, sozusagen in das, was einem selbst gehört, war nicht möglich für sie. Auch die Männer haben in dieser sozialen, schwierigen Situation, und das ist ja immer so, sagen wir so, sehr schwierig, dagegen argumentiert, dass Frauen auch zur Arbeit kommen. Eine der größten Spannungen der linken Bewegung ist, dass sozusagen die linke Bewegung, die sogenannte linke sozialistische Bewegung auch des 19. Jahrhunderts, einerseits Frauenrechte unterstützt hat, andererseits aber das Problem des, also man nennt das den sogenannten proletarischen Antifeminismus, das Problem hat, dass wenn die Frauen dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, der Arbeitsmarkt noch enger wird. Nicht? Das ist sozusagen die Idee dabei. Es ist eine Idee, die sich, das muss man immer sehen, auch künstlich und kulturell herauskristallisiert hat. Für Sie ist das heute vielleicht gang und gäbe, aber in einfachen ländlichen, bürgerlichen und handwerklichen Haushalten haben natürlich immer Frauen und Männer zusammengearbeitet. Die sozusagen die Aufspaltung jetzt der Industriearbeit, die in die nur noch Männer
geschleust werden und aus der Frauen ausgeschlossen werden, nämlich zurückgedrängt in die Hausarbeit, ist eine Entwicklung, die das 19. Jahrhundert vollzieht. Mit dieser sozialen Entwicklung und dem damit verbundenen Status der Frauen beschäftigt sich also Harriet Taylor Mill im Wesentlichen. Ich habe ihn hier, weil dort finden Sie den ganzen Text, auch dieses The Enfranchisement of Women, das eben noch original von ihr veröffentlicht wurde, einer der Texte, der ist auch hier im Internet und das ist ein Auszug. Also das, dafür gilt jetzt schon zum Beispiel Frau Günther, was Sie vorhin gesagt haben. Even if every woman, as matters now stand, had a claim on some man for support, how infinitely preferable is that part of the income should be of the woman's earnings, even if the aggregate sum were but little increased by it. Even under the present laws respecting the property of women, a woman who contributes materially to the support of the family cannot be treated in the same contemptuous, tyrannical manner as one who, however she may toil as a domestic drudge, is a dependent on the man for subsistence. Also, hier finden Sie die Idee, Frauen müssen Geld verdienen, sie müssen Eigentum aufbauen. Das ist sozusagen die Idee, wie überhaupt die Frauen aus der Situation, dass sie beherrscht werden, rauskommen. Nicht? Das ist ja immer noch ein starkes feministisches Argument, aber man muss ja sagen, dass Harriet Taylor Mill hier die entscheidenden Argumentationen im 19. Jahrhundert dafür begonnen hat. So. Hier ist ein Text aus The Subjection of Women, die Unterwerfung der Frauen, der geht aber in eine ähnliche Diskussion, hat aber eigentlich auch nur mit das Gleichheitsargument stärker. Diejenigen, welche physisch schwächer sind, sind auch im Zustande rechtlicher Inferiorität befinden, entspricht ganz dem Geist, in dem die Welt regiert worden ist. Das ist ein ganz wichtiges Argument der Frauen- und der Gegenfrauenbewegung, dass Frauen ja schwächer seien. Ja? Also es ist eine wichtige, könnte man zum Beispiel auch fragen, systematisches Thema, körperliche Schwäche und Kräftigkeit spielt bei Simone de Beauvoir, spielt immer eine Rolle in der Argumentation von Unterwerfung und Stärke. Und deshalb gibt es auch viele Frauentexte oder überhaupt Gerechtigkeitstexte, die sich mit der Frage auseinandersetzen, wie verhält sich denn Gerechtigkeit zu Stärke, ja, oder auch körperliche Stärke. Bis vor ganz kurzer Zeit war die Herrschaft der physischen Kraft das allgemeine Gesetz der Menschheit. Das ist so. Durch die ganze historische Zeit, obwohl das gar nicht stimmt, das könnte man sehr kritisch sehen, denn sagen wir, ein Adliger, dem tatsächlich die Macht Zustand über so und so viele, der beherrschte die Menschen ja überhaupt nicht mit physischer Macht. Ja, es gibt sehr viele interessante Texte dazu im 18. Jahrhundert. Durch die ganze historische Zeit haben die Nationen, Rassen oder Klassen, welche durch Muskelkraft, Reichtum oder durch militärische Schulung die stärksten waren, die übrigen unterworfen und in Untertänigkeit erhalten. Wenn bei den fortgeschrittensten Völkern das Gesetz des Schwertes endlich als unwürdig verworfen wurde, so ist dies nur die Frucht des vielverleumdeten 18. Jahrhunderts. Die Eroberungskriege haben erst aufgehört, seitdem die demokratischen Revolutionen begonnen haben. Die Welt ist noch sehr jung und hat eben erst angefangen, sich von der Ungerechtigkeit freizumachen. Sie entledigt sich erst jetzt der Sklaverei der Neger. Also waren starke Bewegungen seit 1806, das ist ja Haiti schon von Sklaverei verboten wurde. Sie entledigt sich jetzt erst des Despotismus der Alleinherrscher. Sie entledigt sich erst jetzt des erblichen Feudaladels. Sie entledigt sich erst jetzt der Rechtsungleichheit aufgrund der Religionsverschiedenheit. Sie beginnt eben erst, irgendwelche Männer außer den Reichen und einen begünstigten Teil der Mittelklasse als Bürger zu behandeln. Dürfen wir uns wundern, dass die für die Frauen noch nicht so viel getan haben. Nicht? Hier sieht man eine klare kulturoptimistische Position bei Harriet Taylor Mill, die sagt, also es wäre auch so eine schöne Frage, sagen,
ob denn die Frauen den Eindruck haben, dass sozusagen das Frauenrecht mit Kultur, mit zunehmender Kultur sich verbessern wird. Und was sind die Argumente dafür? Und hier führt sie eine ganze Reihe von Argumenten auf, die sie eben auch bei anderen Philosophinnen wiederfinden.